Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Mehr Informationen im Internet unter www.aok.de/nordost. Was ziehe ich am besten zu einem Bewerbungsgespräch an? Was sind eigentlich soziale Kompetenzen? Was gehört nicht in ein Bewerbungsschreiben? Fragen, über die sich Jugendliche oft erst dann Gedanken machen, wenn die aktive Bewerbungszeit ansteht. Vorher sollte natürlich feststehen, was will ich überhaupt werden? Bin mir sicher, dass ich in den Bereich Medizin will. Also vielleicht nicht direkt das Medizinstudium, aber so die Richtung auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne Lehrerin werden, weil ich mich halt auch sehr für Kinder interessiere und denen mein Wissen weitergeben möchte. Ja, ich hatte mir so vorgestellt, dass ich in den medizinischen Bereich gehe und ich wollte gerne im Krankenhaus arbeiten, aber was genau kann ich noch nicht sagen. Bei der Erfüllung dieser Berufswünsche ist traditionell die AOK Nordost, die Gesundheitskasse, behilflich. Dennis Müller ist Schulberater bei der AOK Nordost in Schwerin. Gemeinsam mit Robert Christoph von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwest-Mecklenburg berät er Schüler ab der 9. Klasse schon seit Jahren in Workshops zu dem Thema Berufswahl und Bewerbung. Eine wichtige Sache mit nur einem kleinen Haken. Thema Bewerbung alleine, das ist ja eher so ein trockenes Thema. Und da haben wir gesagt, wir wollen das irgendwie anders machen. Da muss Leben rein, da müssen irgendwie so brennende Flamingos müssen da durch das Klassenzimmer. Und jedenfalls haben wir dann über die Sommerferien uns dann abends mal hingesetzt. Aus einmal hinsetzen wurde dann so fast jeden Abend, dass wir uns hingesetzt haben und Gedanken gemacht haben, wie können wir das Wissen, was wir in einem Workshop vermitteln, in spielerischer Art und Weise vermitteln. Herausgekommen ist das Big Training Game, eine Mischung aus Wer wird Millionär und Activity. Die Klassen bilden mehrere Teams, in diesem Fall eine 10. Klasse des Schweriner Sportgymnasiums. Fragen verschiedener Schwierigkeitsstufen, aufgeteilt in 4 Themenbereiche, können auf einer interaktiven Spielwand ausgewählt werden. Alle wichtigen Punkte der Bewerbung kommen in dem Big Training Game vor. Alleine reines Faktenwissen reicht nicht aus. Arbeiten im Team, Suchen ungewöhnlicher Lösungsmöglichkeiten, Arbeiten unter Zeitdruck. Alles Dinge, die auch im echten Bewerbungsprozess auftauchen können. Das oberste Ziel ist es, die Jugendlichen so zu orientieren, dass sie sich bewusst sind, was sie lernen sollen und was sie lernen wollen, auch besser gesagt. Wichtig ist uns, dass ein paar Informationen einfach hängen bleiben, dass die Jugendlichen wissen ganz genau, hier habe ich die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz, hier einen Praktikumsplatz in der Region einfach zu finden und nicht wegzugehen. Wir wissen alle, den Fachkräftemangel, demografischer Wandel, den es hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Mittlerweile haben wir ja genug Ausbildungsplätze und auch gute Ausbildungsplätze. Und damit die Jugendlichen einfach sagen, ja, das ist der Beruf für mich, deswegen mache ich oder will ich ihn machen, deswegen kommen wir in die Klassen und machen diese Workshops. Schnell wird den Jugendlichen beim Big Training Game klar, mit Rumsitzen ist es nicht getan. Pantomime, Aufmalen oder aufmerksames Beobachten sind gefordert. Aktives Lernen heißt das Zauberwort. Der Wettkampfgedanke sorgt für eine gleichbleibende Aufmerksamkeit. Die Aufgaben und Lösungen beim Big Training Game sind stark an der Praxis orientiert. Das Tolle nach dem Big Training Game oder auch nach unseren Workshops ist, weil wir eben halt immer wieder aus eigenen Erfahrungen reden, dass wir immer wieder aus Selbsterlebten, so wie wir das hier beim Auswahlverfahren bei der AOK ja, ich bin ja dabei und erlebe das ja, wie das da abläuft, und dadurch erzählen wir natürlich aus Erfahrung, und da erleben wir dann im Nachgang nach den Workshops und nach dem Big Training Game, dass Schüler und Lehrer sagen, Mensch, das war eine tolle Sache und man sieht viele Dinge jetzt mit ganz anderen Augen. Weil, wir erzählen dann, wie es Bewerber gemacht haben und was sie lieber nicht hätten machen sollen. Und natürlich immer so mit dem leichten, zwinkernden Auge. Bei den Schülern kommt das Big Training Game bestens an. Die Verbindung von Lernen und Spielen ist eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag. Mir hat das ganze Spiel sehr gut gefallen. Vor allen Dingen die offenen Fragen, sodass alle mitmachen konnten. Dass es spielerisch gestaltet war. Also vor allem, dass es halt nicht so langweilig war. Wir konnten viel lachen und haben dabei trotzdem was gelernt. Ich finde, das ist immer wichtig. Ich finde, dadurch kann man auf jeden Fall sehr viel lernen und ich würde es jedem weiterempfehlen, das auch zu machen. Schulen aus Schwerin, dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg, die Interesse daran haben, dass das Big Training Game auch bei Ihnen stattfindet,
können sich an den Schulservice der AOK Nordost, an Dennis Müller, wenden. Informationen rund um das Thema gibt es auch unter www.aok-on.de/nordost und www.ausbildungsnetz-swm.de. Dieser Beitrag wurde präsentiert von der AOK Nordost. Die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Mehr Informationen im Internet unter www.aok.de/nordost.